Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja. Heute ist Mittwoch und ich habe gerade so eine, ich weiß nicht, ich glaube 10, 20-minütige Kuschelorgie mit meinem Hasen hinter mir. Und ja, wir hatten es gerade richtig nett. Und da ist mir dann einfach mal das Thema Nähe nochmal in den Kopf gekommen. Und zwar, wie viel Nähe braucht man oder wie viel, was bedeutet Nähe? Ich kann das jetzt alles nur aus meiner Perspektive sehen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Aspergern ist, aber ich werde jetzt mal einfach meine Perspektive von Nähe kundtun. Also, was ich weiß, ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Nähe. Es gibt die körperliche Nähe und es gibt die, ja, ich will es jetzt nicht so sagen, aber emotionale Nähe. Und auf der emotionalen Nähe muss ich zugeben, bin ich ein sehr schwieriger Mensch, weil ich brauche da nicht so viel Nähe. Also ich brauche da eigentlich so gut wie gar keine Nähe und auch körperlich brauche ich nicht so viel Nähe. Ich bin eigentlich jemand, der braucht sehr wenig Nähe. Aber wenn ich da Nähe brauche, dann bin ich da auch eher so jemand, ich bin ganz zaghaft. Also ich weiß dann nämlich nie, wie viel geht bei mir und ja. Und dann kann es schon so sein, dass ich so. Dass es dann so ist, dass meine Mutter auf dem Sofa liegt zum Beispiel und sie dann plötzlich so eine Hand kriegt, die sie so ganz kurz mal anstüpft und dann nochmal stüpft, nur mal zu gucken, möchte ich jetzt ein bisschen näher oder möchte ich es doch nicht, weil manchmal weiß ich es auch selber nicht. Und dann manchmal ist es einfach auch schön, wenn ich auf meiner Mom, also bei meiner Mom sitzen kann und wir uns dann unterhalten. Manchmal finde ich es auch einfach schön, ja, ihr Dinge zu erzählen, die mich gerade total faszinieren oder sie an so Sachen teilhaben zu lassen, wie dass ich meinen ersten Animal Crossing-Hai gefangen habe und das hat mich dann so stolz gemacht irgendwie und dann wollte ich sie daran teilhaben lassen. Oder auch sowas wie, dass ich meinen Vater dann angerufen habe im Geschäft, um ihm das zu erzählen. Das sind so für mich Zeichen von meiner Nähe. Und bei mir ist Nähe nicht immer gleich Liebe, sondern Nähe heißt bei mir in erster Linie Vertrauen. Und lieben finde ich, lieben tun die Menschen meistens so schnell. Also wenn ich mal überlege, du gehst irgendwo in die Stadt und dann siehst du da irgendjemanden, dann kommt dieses Liebe auf den ersten Blick-Moment und du denkst dir so, ja, das ist der genau Richtige. Und dann 6 Monate später, wenn die Beziehung zerbrochen ist, ist dann der nächste dran, ach ja, genau, das ist der Richtige. Und es ist immer gleich dieses, ich liebe dich, ich brauche dich und sowas. Aber zu sagen, für mich ist es einfach so, wenn ich jemanden jemals so lieben würde, würde, so im Sinne von wirklich es auch zu fühlen, wo ich ja anderes Fühlen habe wie andere. Ich meine, ich kann auch lieben, aber mein Lieben ist eben anders. Mein Lieben ist eher so ein, ich vertraue dir. Weil das heißt für mich, ich erzähle dir alles, was mich so beschäftigt, was in meinem Kopf ist, was für mich wichtig ist, was mich stört, was mich nicht stört, was mir Sorgen macht, was mir keine Sorgen macht. Was ich gerne tun möchte, was ich nicht tun will. Einfach sowas auch von, ich erzähle dann jemandem solche Pläne, die ich dann mache, die ich einfach sowas wie, ich möchte gerne, bevor ich 24 bin oder Ende 23, möchte ich gerne mal nach Spanien reisen. Und dann zu wissen, auch sowas wie, ja, zu fragen zu können, kommst du mit? Weil ich möchte nicht alleine hin, weil ich habe schon irgendwie da Sorge, dass ich dann doll auf die Nase fliegen nach dem Motto, da ist viel zu viel Sonne oder sowas. Oder sowas wie einfach zu wissen, jemandem das zu erzählen und dass der mir dann, ja, sowas hat, solche Tipps gibt wie, dann reist doch zu der und der Zeit oder tu es auf keinen Fall, wenn du dich nicht stabil fühlst. Und einfach so jemanden zu haben, bei dem ich dann sagen kann auch, naja, also das mit Spanien, das funktioniert jetzt gerade momentan, diesen Monat noch nicht und wahrscheinlich auch nächsten Monat nicht. Also wenn, dann denke ich eher so gegen Anfang Mitte nächsten Jahres. Und wenn es dann nicht funktioniert, einfach auch zu wissen, dass der andere dann nicht dir total sauer auf dich ist oder enttäuscht oder du ihn dann verletzt, sondern er ist einfach als es ist ein Schritt für dich und wenn du dich bereit dazu fühlst, dann helfe ich dir, aber ich dränge dich auch nicht zu irgendwas.
Und das heißt dann für mich so ein bisschen Nähe, weil einfach so dieses, ja, jemanden näher an mich ranzulassen, an mein Innerstes, an meinen Kern, an meine Welt, wenn man so will. Weil als ich, für mich als Asperger, ich schließe die Menschen um mich herum sehr gerne aus meiner Welt aus. Ich bin jemand, ich lebe am liebsten alleine und ich mache die Dinge auch am liebsten mit mir alleine aus. Und da heißt es für mich, Nähe zuzulassen, jemanden einfach dabei zuzulassen, dass jemand in dieser Welt, die ich mir so um mich herum gebaut habe, die ich so, mein Schutzraum, den ich für mich innerlich gebaut habe, einfach, dass da jemand in mein Innerstes und mein Ich sehen darf. Also mein, wie ich bin, wie ich wirklich bin, wie ich ganz tief in mir drin bin. Es klingt jetzt irgendwie verworren und ich weiß jetzt nicht, ob ihr genau versteht, was ich meine, aber das heißt für mich auf jeden Fall die emotionale Art von der Nähe. Die körperliche Art von der Nähe, die tut mir ja meistens wirklich unglaublich weh, weil Berührungen ja mir wehtun, leider. Und ich dieses, ich bin jemand, der gerne knuddelt oder kuschelt oder irgend sowas macht. Und wenn, dann ist es so, glaube ich, einmal im Halbjahr darf mal jemand mich drücken, gefühlt. Aber wenn ich dann jemanden sag, einfach es zulasse, dass mich jemand umarmt, dann ist es für mich dann, ist es was wirklich Besonderes, weil ich das nicht sehr oft mache und weil für mich das auch wirklich heißt, dass ich diesen Menschen sehr mag und sehr, dem auch sehr vertraue und ich dann sowas wie seine Nähe ertrage. Für mich ist ja, ist es dann nicht immer gleich jemand, dass mich jemand umarmt oder jemand groß irgendwie sowas wie mich auf Armen rumtragen muss, sondern manchmal heißt für mich dann einfach auch Nähe zuzulassen oder jemandem zu zeigen, ich mag dich. Also wenn ich jemandem zeigen will, ich mag dich wirklich gern, dann tue ich so etwas wie, ich nehme seine Hand. Das heißt einfach für mich, ich mag dich wirklich. Wenn ich jemanden in Anführungszeichen erlaube, mich anzufassen. Und das ist dann so ein, das ist der größte, einer der größten Vertrauensbeweise, die ich irgendwie so, ja, so jemanden erbringen kann. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Aspergern ist, aber so ist das eben bei mir und so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie ich das in 3 Jahren sehe, da kann ich dann mal nochmal ein Video drüber machen, wenn ihr mögt. Aber momentan Stand heißt das für mich Nähe. Und für mich heißt Nähe dann auch manchmal dieser Widerspruch aus, ich möchte dich gerne näher bei mir haben, ich möchte dich gerne umarmen können, aber ich kann es halt gerade nicht. Und das Wichtigste für mich ist dann die Akzeptanz zu wissen, das Wissen, dass der andere akzeptiert, dass es nicht funktioniert und der dann nicht traurig ist oder sich zurückgesetzt fühlt, sondern einfach nur weiß, ja, ich mag ihn trotzdem, auch wenn ich nun mal nicht jemand bin, der oft knuddelt oder der viel umarmt. Und ja, es ist natürlich schwierig, weiß ich von vielen, die es mir sagen, dieses, ich darf dich nicht anfassen, ich würde dich aber gerne da und da in den Arm nehmen oder ich wäre gerne näher bei dir und würde dich gerne mehr unterstützen. Aber ich akzeptiere, dass es eben nicht so ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch für alle, die diese Videos sehen, die in meinem Umfeld sind, einfach mal sagen, ich finde es toll, dass ihr das alle so akzeptiert und ich freue mich, dass ihr alle in meinem Leben seid. Gut, das war mein heutiges Video. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen. Wie ich mit Nähe umgehe, habe ich, glaube ich, in meinem letzten Video schon mal erwähnt. Wenn nicht, dann mache ich das irgendwann mal. Versprochen. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Mich würde es interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder über E-Mail oder über Twitter. Mir juckt gerade furchtbar die Nase. Ich befürchte, ich muss gleich fies niesen. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an diebell.readmy@outlook.com. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!